Sind wir komplett? Herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung hier im Plenarsaal. Zentrales Thema Absenzenmanagement und Lektionenblock in der ersten Lesung. Als nächstes hören wir dann Patrick Burger von der IBW. Er wird kurz seine Schule, seine Position und die Gründe, warum Absenzenmanagement in seiner Schule und auch sonst recht wichtig geworden ist, aufzählen und zeigen. Ich mache dann eine kurze Projektskizze, Werkstattbericht, wo wir stehen. Wir sind bei ca. 80% in der Umsetzung. Und dann machen wir eine kurze Demo, Live-Demo. Ich hoffe, es klappt alles. Finger kreuzen. Viertel vor drei, kurzer Ausblick, Car2Brain. Urs Zimmermann von WebApps kommt dann auf die Bühne und zeigt, wo wir da stehen in der Integration mit den Lernkärtchen in OpenOLAT LMS. Patrick? Also hallo zusammen auch von meiner Seite. Ich nehme mir die ersten 5 Minuten, um mal kurz die IBW vorzustellen. Wir haben heute schon oftmals das Kürzel IBW gehört und jetzt könnt ihr mal sehen, was eigentlich alles dahinter steckt. Wir haben 5 Standorte, davon gehört ein eigener oder einer uns. Bei den restlichen sind wir eingemietet. Wir bestehen, und das seht ihr nachher noch im Organigramm, aus 4 sogenannten Teilschulen mit 4 komplett verschiedenen Themengebieten. Wir sind schweizweit die einzige Schule, welche in der höheren Berufsbildung überhaupt so breit aufgestellt ist. Gesamthaft nutzen wir im Moment an den gemieteten und eigenen Standorten gesamthaft 52 Schulzimmer. Wir haben für die Praxistransfers sogenannte Fachausschüsse. Fachausschüsse ist zu verstehen wie ein Beirat. Also es gibt branchen- oder fachbezogen sogenannte Beiräte. Das sind über die gesamte Schule hinweg ca. 105 Fachausschussmitglieder. Wir sind ebenfalls 105 Mitarbeitende per Stand gestern. Beschäftigen aktuell über 520 Dozierende. Das sind Dozierende im Bereich von 4 Lektionen pro Jahr bis im Moment 1200 Lektionen pro Jahr. Unser aktuelles Angebot ohne Seminar und ohne Kurse beinhaltet 160 verschiedene Studiengänge. Also Studiengänge heißt ein Semester oder länger. Also über 160 verschiedene Angebote. In diesen haben wir im Moment über 1200 Studierende, die aktuell tätig sind. In den Seminaren und Kursen haben wir pro Jahr ca. 4500 Kursteilnehmer, welche wir in Eintageskursen, Eintagesseminaren bis hin zu etwa 3-monatigen Seminarreihen durchlotsen. Das ist die aktuelle Zahl des letzten Jahres. Wir sind letztes Jahr auf 48.372 durchgeführten Lektionen. Und das ergibt summa summarum irgendwo so plus minus 21 Millionen Umsatz. Also das sind die Eckdaten der Anführungs- und Schlusszeichen kleinen Schule aus der Südostschweiz. Im Bildungssystem, im Schweizer Bildungssystem, befinden wir uns auf der sogenannten Tertiär-B-Stufe. Wir bieten Vorkurse, Aufbaukurse, Zertifikate, eidgenössische Fachausweise, eidgenössische Diplome und höhere Fachschulen an. Unsere Organisation und hier auch die verschiedenen Teilschulen. Wir haben eine Schule Sprachen, Didaktik und Lifestyle, eine Schule für den ganzen Bereich Technik und Informatik, eine Schule, und da sind wir in der Schweiz eine von 2, die überhaupt das Angebot haben, ist der ganze Bereich von Wald, Holzbau und Gestaltung. Also wir bilden Schreiner aus, wir bilden Förster aus und alle Spezialitäten von Seilkranführer in Bergwäldern und so weiter und so fort. Und dann kommt mein ganzer Bereich, und das ist eigentlich das Klassischste, ist der ganze Bereich Wirtschaft. 4 Unterstützungsprozesse. Einer davon ist ebenfalls bei mir angesiedelt und das ist der ganze Bereich der Informatik und das Applikationsmanagement.
In dieser südöstlichen Ecke in der Schweiz bewegen wir uns. Die roten Standorte und der grüne sind da, wo wir fix sind. Und die blauen Standorte sind die heute eingemieteten Standorte. Unsere Standorte noch in einer kleinen Fotoübersicht. Unser Hauptsitz ist dieses Gebäude, ist direkt am Bahnhof im sonnigen Chur, wo wir den Hauptteil der Studierenden haben, plus dann Sagans und Mainfeld als zweitgrößte Standorte. Wir sind ebenfalls eine Schule, die nicht nur den klassischen Schulbetrieb haben. Wir haben hier in Mainfeld noch eine eigene Hotellerie mit 40 Zimmern. Wir betreiben zwei Bistros, zwei Restaurants selber für unsere Studierenden. Also wir sind so ziemlich flächenmäßig alles abgedeckt in einer Schule, was man sonst nicht unbedingt von einer Schule kennt. Wir beschäftigen uns sehr stark mit vier Werten. Und die vier Werte, die versuchen wir bei allem, was wir tun, auch zu leben, zu zeigen und eben auch zu kommunizieren. Das Praxisnahe, für die höhere Berufsbildung essentiell wichtig. Das Passionierte, also ich kann glaube ich mit gutem Gewissen sagen, dass unsere 105 Mitarbeitenden passioniert, leidenschaftlich unterwegs sind. Und dann kommen die zwei eher schulbezogenen Themen, das ist kooperativ und kompetent. Und das ist auch der Grund, wieso dass wir sehr viel im Moment investieren in die ganze Informatik, in die Unterstützungsprozesse, in die ganze Vernetzung und eben auch dazu gehört das Open OLAT schlussendlich, wo wir, das habt ihr am Morgen gesehen, es kommt immer wieder, IBW hat finanziert, genau, ja, das ist die Grundlage dazu. Und da kommt eben auch einer der Punkte, das Absenzenmanagement. Hintergrund des Absenzenmanagements sind da zwei Beispiele. Es gibt viele Ausbildungen in der höheren Berufsbildung, welche eine Zulassungsbedingung oder eine Promotionsbedingung drin haben, dass man mindestens 80% des Unterrichts besucht haben muss. Das ist ein Sachbearbeiter Marketing Verkauf, ist eine Ausbildung, die geht 2 Semester. Damit man zur Prüfung zugelassen wird, zur eidgenössischen, muss mindestens 80% des Unterrichts besucht werden. Ein zweites Beispiel, klassisches Beispiel für die Schweiz mit einem diplomierten Bankwirtschafter. Hier muss für die Promotion respektive für den Abschluss auch eine Anwesenheit von 80,0 oder mehr bestätigt werden. Wenn man den Stand heute anschaut, wir machen das Ganze heute auf Papier. Also jede Klasse hat eine Teilnehmerliste. Findet auf Papier statt. Verantwortlich für die Absenzerhebung bei uns heute ist der Klassensprecher, also auch ein Student. Sprich, wenn es ein Student mit Rückgrat ist, ist er konsequent. Wenn es ein Student ist, der andere gut kennt, könnte er konsequent sein, muss aber nicht unbedingt. Durchgängigkeit keine, definitiv nicht. Prozess ist ein manueller Prozess. Verantwortlich für die Einhaltung, das ist sehr unterschiedlich. Teilweise ist wirklich der Klassensprecher verantwortlich, teilweise erwähnt der Dozent, teilweise ist es unser Abteilungsleiter oder dann die Qualitätssicherung. Also keine Einheitlichkeit. Die Kennzahl der Anwesenheiten dort, wo sie ersichtlich ist, wird heute momentan nur über die Abteilungsreviews überhaupt erhoben. Mit dem Soll und unser Pilot soll im August starten mit der ersten Klasse, heißt das Handling zukünftig komplett im Open OLAT. Die Verantwortlichkeit liegt nicht mehr beim Klassensprecher, sondern beim Dozierenden. Klar, ist ein durchgängiger Prozess nachher mit Rekursschritten, mit Einspracherecht und so weiter und so fort. Ein automatisierter Prozess. Verantwortlich für die Einhaltung, also sprich, dass man wirklich schaut, dass man die 80% anwesend ist, ist der Studierende selber. Er hat nachher seine Kennzahl, er weiß, wie viel kann er noch fehlen, wie viel war er schon da. Er muss aber selber schauen, dass er die 80% einhält. Heute hat, denke ich, keiner unserer Studierenden wirklich eine Ahnung, wie viel war er anwesend und wie viel nicht. Die Kennzahlen integrieren wir dann nicht mehr nur in die Abteilungsreviews, sondern eben zusätzlich auch noch ins Qualitätsmanagement, in die Qualitätssicherung und auch ins CRM.
Also zukünftig sieht man auch im CRM direkt, welcher Student im Moment welche Anwesenheit respektive Abwesenheit hat. Dass wir wirklich über verschiedene Systeme die gleichen Daten sehen. Ja, das sind dann noch unsere Adressen und dann so viel Danke von meiner Seite. Gut, also mit dem Absenzmanagement, das klingt eigentlich recht einfach vom Modul her. Wenn man es aber genau anschaut, führen wir eine neue Größe ein. Das Absenzmanagement basiert eigentlich auf der Lektion. Bis dato kannte OpenOLAT keine Lektion. Was ist eine Lektion? Was ist ein Lektionenblock? Diese Anforderungen kamen von IBW. Man muss vielleicht noch sagen, IBW arbeitet mit einem Kursverwaltungssystem zusammen, mit dem Performix von Performa. Und mittels dem Syncer, einem Stück Middleware, das wir zusammen mit Performix, mit Performa aufgebaut haben, werden gewisse Grunddaten gesynkt. In dem Fall hier auch die 48.000 Lektionen. So, was sind die Hauptfunktionen eigentlich? Wie gesagt, Lektion als Größe. Mehrere Lektionen können zu einem Lektionenblock zusammengefügt werden. Es wird natürlich für den Dozenten, in dem Fall ist es hier der Betreuer bei IBW, eine Möglichkeit geben müssen, wo bei der entsprechenden Lektion, in der er steckt, die Anwesenheit bzw. die Abwesenheit feststellen und festhalten kann. Dann natürlich klassisch entschuldigte, unentschuldigte Absenzen. Haben diese einen Einfluss auf diese 80%? Ja, nein, das muss man einschalten können. Die einen wollen es so, andere eben anders. Deswegen konfigurierbar. Und klar muss man wissen, pro Lektion, wer sitzt eigentlich, wer leitet die? Also wer sind die Dozenten überhaupt, beziehungsweise die Betreuer? Vom Feature-Set her schauen wir uns die Sache auf drei Ebenen an. Der Administrator, er hat nicht viel zu tun, aber am Anfang muss er mal mit viel Überlegungskönnen und Wissen im Gepäck die Grundeinstellungen vornehmen. Es gibt dann globale Optionen, also schalten wir überhaupt diese Lektionengeschichte ein, aus? Schalten wir das Absenzenmanagement ein oder aus? Zwei Dinge. Was ist dann eben dieser Schwellwert? Wenn wir sagen, es ist global 80, dann ist es 80, aber vielleicht ist es für den einen Kurs 60 und für den anderen 75. Deswegen kann man diesen Wert dann auf Kursebene überschreiben. Wir haben auch Erinnerungsfristen, weil, ja, was ist, wenn wir eine Lektion draußen haben? Die Handys sind alle im See versunken. Man muss sich auf ein Blatt Papier aufschreiben, wer da war und wer nicht. Und halt zwei Tage später das nachtragen. Kann man, wenn man es nicht macht, weil auch der Block nicht da war und die Lehrer waren so vergnügt und die Stimmung war so toll, dass man das überhaupt vergessen hat, da bekommt man nach x Tagen eine Mail mit der Aufforderung, man möge doch noch für den Lektionenblock XY die Absenzen eintragen, falls es sie gegeben hat. Aber auch sonst. Weil es gibt neben dem Absenzenmanagement auch noch Möglichkeiten für den Dozenten, ich sage das jetzt ein bisschen salopp, auf Klassenebene eine gewisse Sicht der Ereignisse zu schildern. War das eine gute Lektion oder ein Block? Oder hat es tumultartige Ausbrüche gegeben, weil man beschlossen hat, trotz des Champion League-Finalspiels nicht früher aufzuhören? Diese Dinge will man registrieren können, man kann, man muss nicht. Und natürlich eben die Frage, gibt es entschuldigte Absenzen? Ja, nein. Im Moment sieht die globale Konfiguration so aus. Natürlich haben Lektionen auch einen Status. Es wird dann noch ein bisschen komplizierter. Sie haben genau genommen zwei Status. Der eine ist ein bisschen technischer und der andere steuert quasi den Finish. Also wenn ich die Absenzenkontrolle starte und als Dozent bewusst gesagt habe,
ich habe es erfasst, es ist okay, dann schließe ich die Lektion. Wenn nämlich, warum machen wir das so? Wenn nämlich trotz der Erinnerung der Dozent das nicht erfasst, dann haben wir es jetzt so gebaut, dass es im Zweifel für den Studenten ist. Dann waren alle da und er schließt sich. Wenn aber in einer Klasse immer alle anwesend sind, obwohl man weiß, dass einige fehlen, sehen wir auch, dass das System die Lektionen geschlossen hat und nicht der Dozent. So ist im Moment der Flow, aber natürlich kann man da einiges einstellen. Wir haben auch Rekursfristen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn ich beispielsweise als Dozent tätig bin und ich sage, ja, Urs, du hast zwei Lektionen gefehlt und du sagst, stellst das dann fest und sagst, nee, ich hab eine gefehlt, dann bekommst du eine Rekursfrist, also einen Button, werden das noch sehen und kann eine Mail an die nächsthöhere Instanz, aber auch an den Dozenten schicken und sagen, nein, es war nur eine. Ich weiß nicht, den Klassensprecher als Zeugen, wie auch immer, auf jeden Fall geht es an eine Instanz, die prüft dann und sagt, ja stimmt, ist richtig, wird korrigiert. Das heißt, die geschlossene Lektion kann von der Kursadministration wieder geöffnet werden und man kann die Korrektur vornehmen. So, was können wir noch einstellen auf globaler Ebene? Begründungen. Es ging beim Absenzenwesen ja nicht nur eben um die Feststellung, ob die Leute anwesend sind oder nicht, sondern es gibt noch einen leicht erweiterten Rahmen, der betrifft auch die Pünktlichkeit. Ja? Also hat man wirklich den Lehrauftrag ernst genommen und hat die geplante Lektion von 8 bis 11.30 Uhr auch wirklich bis 11.30 Uhr gehalten oder war schon um 10 Uhr Schluss? Wenn es dennoch mal gute Gründe dafür gibt, weil zum Beispiel, was nie vorkommt, aber alle hoffen, mal kein Internet ist flächendeckig, klar, könnte man immer noch Zettelwirtschaft einführen oder sich in einen Kreis setzen und in die Hände klatschen und warten, bis es 11.30 Uhr ist, aber ich weiß, das ist nicht der Stil der Schule von IBW. Man geht dann, ich weiß nicht, was wäre das Ende der Geschichte in diesem Fall? Gratis-Kaffee in der sehr gut. Also auf jeden Fall kann man hier die Gründe für den Statuswechsel einstellen. Man ist hier frei, offen. So, hier nochmal kurz Zusammenfassung. Zusätzlich zu dem hier, was ja die Basis bildet des ganzen Erfassens überhaupt, also die Größe, wo wir erfassen können, gibt es die Möglichkeit, auch die Dozenten zuzuteilen, auch eine Raumangabe zu machen. Vorsicht, es ist keine Raumverwaltung, es ist eine Angabe. Wir haben auch hier eine Vor- und Nachbereitungsmöglichkeit einzutragen, also lektionsgebunden zu sagen, Freunde, Lektion 12, das und das noch lesen oder bringt eure Devices mit oder was auch immer, hängt auch stark mit dem hier zusammen, weil die ganzen Lektionen, die werden dann entsprechend auch publiziert im Kalender. Wir sehen noch ein Beispiel dann. Gesteuert wird das Ganze oder angelegt wird das Ganze hier in einem neuen Werkzeug, Lektionen und Absenzen. Also hier geht es noch nicht um die Lektionenkontrolle, sondern um die Anlage der Lektionen. Die IBW-Leute können jetzt die Ohren zuhalten, die haben den Synker, das geschieht automatisch. Aber für alle, die keine Kursverwaltung haben und diese Lektionen anlegen müssen oder wollen, die können natürlich hier das pflegen. Die können einen Lektionenblock erstellen, ihn beschriften. Die Lektionenanzahl ist mindestens 1, maximal 12. Wir sind davon ausgegangen, dass kein Dozent 12 Lektionen am Stück halten muss oder mehr. Aber wenn das nicht so ist, bitte bei Florian Knegi melden, dann müssen wir noch nachrüsten.
Genau, hier kann man noch eine Beschreibung dessen machen, was in der Lektion geschieht. Das besprochene Vor- und Nachbereitungsfeld, Zimmer und dann natürlich Beginn und Ende. Hier, das betrifft sich immer auf Geplantes. Also geplanter Beginn, geplantes Ende. So sieht ein Lektionenblock im Kalender aus. Das gilt für Dozenten wie auch für Studenten dann. So, jetzt sind wir beim eigentlichen Festhalten dann der Absenzen oder was dazugehört. Das meiste haben wir hier schon gesehen. Es gibt einfach von der Rolle her, nebst dem Admin, der das einmal einrichtet und dann hoffentlich nichts mehr daran macht, ist das eigentlich eine Geschichte, die vor allem im Bereich Dozent für die Erfassung stattfindet und für den Studenten, der hier dann in seinen persönlichen Werkzeugen sieht, wo er steht. Das ist jetzt mal die Sicht des Dozenten. Er hat hier einen Teilnehmer-Tab, auch die Lektionenblöcke sind hier, alle Leute, die da in seiner Lektion oder seiner Klasse, wie man das so sagt, sitzen und wo die Leute stehen. Also 44 Lektionen, Anwesenheit, abwesend und der Fortschritt, hier müssen wir das noch korrigieren, und dann eben rollierend berechnend die Anwesenheit. Die Leute hier sehen gleich, ich werde nicht zur Promotion zugelassen, wenn ich so weitermache. Das ist noch nicht der letzte Stand. Also es wird fortlaufend berechnet. Es ist ja noch ein bisschen hin hier. Wir haben noch nicht die ganzen 44 Lektionen erreicht. Zusätzlich kann hier der Dozent für einen Späteinsteiger, es gibt ja immer wieder die Situation, dass der Kurs beginnt am 18.08., da sind aber noch zwei Leute, machen noch Militärdienst oder haben sonst noch einen KFOR-Einsatz. Und die wissen, sie kommen, aber sie kommen 3 Wochen zu spät. Die Schule hat gesagt, doch, der macht uns einen guten Eindruck, wir wollen den grundsätzlich zulassen. Da haben wir lange diskutiert, ist das eigentlich eine Sache, wo wir jetzt den initial vorbestrafen, weil er eben später kommt und er eigentlich mit einem Malus startet oder nicht. Und wir haben dann gesagt, nein, wir finden nicht und wir können das steuern. Das heißt, ich kann hier die Erstzulassung für den einzelnen Teilnehmer später ansetzen und seine Berechnung der Absenzen beginnt erst ab dann. Das heißt, er hat also die gefehlten Lektionen, hat er nicht gefehlt. Voilà, Stunde beginnt. Der Lehrer hat Danke, Florian. Die Stunde beginnt. Ich erfasse hier die Lektion, das geht relativ schnell. Das hier ist alles schon gesetzt. Ich werde nur den Status setzen, ich sage, das ist erledigt. Ich werde sagen, ja, effektives Ende war da. Wenn ich nichts schreibe, übernimmt es das, wie es geplant ist. Dann kann ich hier noch sagen, warum wir hier dann Schluss gemacht haben. Und ich kann hier noch eine allgemeine Bemerkung machen, sagen, das war eine produktive Atmosphäre, wir sind zügig vorwärts gekommen, wir haben das geschafft und dann muss ich hier schließen, weil dann ist es erledigt. Task done. Da unten erfasse ich die Leute, der hier war später, der musste früher gehen, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja okay, ich setze das noch auf entschuldigt, hat einen Arzttermin. Wenn ich das mache hier, dann kommt hier ein Begründungsfeld, das unbedingt eingetragen werden muss und kann man dann abmachen, ob der, ich weiß nicht, ob eine Terminkarte vom Arzt zählt als triftiger Grund, weiß ich jetzt nicht, kann man diskutieren. Wenn entschuldigte Absenzen kein Thema sind, globale Einstellungen, dann kommt hier nichts. Ja, weil es schneller ist. Ja, okay. Ist richtig. Wir gehen ja davon aus, dass grundsätzlich mehr Anwesenheit als Abwesenheit da ist. Ja, hoffentlich. Man könnte ja alle gecheckt haben und dann anchecken, was genau bei
Also ich würde sagen, additives Verfahren ist hier besser als Subtraktion. Aber so, Sicht des Teilnehmers über die persönlichen Werkzeuge hier neu, der Absenzenteil. Ich sehe hier in meiner Übersicht die Kurse, die ich aktuell besuche, wo ich reingebucht bin. Wieder das bekannte Bild. Wir haben hier, man merkt schon, wir haben jetzt entschuldigt eingeschalten. Fortschritt und Anwesenheit. Also auch hier ein gefährdeter Kandidat. Wenn ich in die Details gehe, ich kann hier dann auswählen, bekomme ich hier die einzelnen Blöcke zu sehen. Ich sehe dann, was das ist, BWL 1, Rechnungswesen 1, sehe den Dozenten, sehe die Lektionen, Anwesenheit, Abwesenheit und dann hier der bekannte Rekurs-Button. So, Live-Demo. Ja, jetzt muss ich arbeiten hier. So, also, starten wir hier kurz mit dem, das ist die Teilnehmersicht, die wir von vorhin gekannt haben. Wir sind über das persönliche Werkzeug reingegangen, sehen hier nochmal die Anzahl Kurse, wo ich jetzt drin bin und hier, das ist eigentlich der Standardstring, den wir immer anzeigen, also das Ganze baut ja auf den Lektionenblöcken auf. Wir sagen, wie viele Lektionen, wie viel war ich da, wie viel war ich weg und dann eben hier zusätzlich noch, ob entschuldigt oder nicht, wenn eingeschalten. Fortschrittsbalken auch hier. Es wird noch eine Änderung geben hier. Das ist ein Werkstattbericht. Wir sind, wie gesagt, bei ca. 80%. Wir haben das gestern definiert, entschuldigt. Wenn es dann gibt, werden wir hier zusätzlich als orange eintragen, dass man das sagen kann. Und wenn das Setting so ist, dass Entschuldigte zwar ausgewiesen, aber nicht als anwesend gezählt werden, dann bleibt es so mit diesen drei Farben. Wenn wir aber sagen, entschuldigte Absenzen gelten als anwesend in der Quota, dann werden wir das Orange hier rausrechnen und Orange wird grün. Das sind einfach die Settings, die wir haben. Du kannst auf Auswählen klicken, bitte. So, das sind dann die Details hier. Von oben nach unten. Wer war Dozent? Wie schaut es hier aus? Und dann kannst du mal diesen Rekurs-Button drücken, dann sehen wir das Mail-Formular schon ausgefüllt. Also Teilnehmer ist hier schon eingetragen, der Dozent bekommt es. Ich kann dann hier noch sagen, Fachgruppe, beziehungsweise ich kann mir auch unten, glaube ich, eine Kopie noch schicken dann. Ja, genau. Und dann weiß ich nicht, ob wir hier noch einen Text vorgeben wollen. Wahrscheinlich schon, oder? Diskutieren wir noch. Okay. Also dann kannst du dich hier abmelden. Das ist es im Moment aus der Teilnehmersicht. Einfach Logout und dann als Frentix-Admin mit dem ganz geheimen Passwort. Na, du hast nicht alle erwischt. Du hast den ersten nicht erwischt. Ja. Ja, das ist gut. Haben wir schon im Screen gesehen, aber hier nochmal live die ganzen Möglichkeiten. Das ist wie immer in den Modulen drin. Modulen, hier ein neuer Eintrag, Lektionen heißt er hier und da haben wir einfach zwei Konfigurationsblöcke gemacht, all jene, die dann auf Kursebene übersteuerbar sind und die globalen hier. Also das, was hier gesetzt wird, gilt für alles dann. Also hier kann ich Kalendergeschichten eintragen, ich kann sagen, ob ich das berechnet haben möchte, ich kann die Quote festlegen. Ich kann sagen, ob dieser Roll Call, so heißt dieser Prozess, wo der Dozent eben dann pro Lektion den Wizard startet, ja, okay, jetzt bin ich in der Lektion, wer ist hier, sind alle da? Wir haben ja da auch noch einen Wizard, der dann quasi auf Mobile durchführbar wäre, wo man dann, wenn man die Bilder hat, quasi Gesichtskontrolle machen kann.
Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Dozenten ganz frisch sind und die Leute eigentlich nicht kennen. Gut, dann zu den Begründungen bitte. Die kennen wir bereits. Wenn du da auf Bearbeiten klickst von einer Begründung, dann sehen wir nochmal dieses Pop-up, das kommt. Und ja, ich sage mal so, mit den Begründungen soll man vorsichtig sein. Man legt mal fest, welche man da eintragen will. Später kann man immer welche hinzufügen, aber das sollte ja nicht Auswüchse generieren. Gut, dann würde ich sagen, kannst du mal in den Kurs selbst reingehen. Am besten den unteren nehmen. Der Kurs ist jetzt ein bisschen blutarm, was die Inhaltsgeschichte anbelangt. Wir haben hier zwei Ecken. Wir gehen mal in die Ecke des Dozenten, wo er noch was machen kann, oder auch der Kursadministrator. Im Kurswerkzeug drin gibt es hier Lektionen und Absenzen. Das kannst du auswählen, Christian, danke dir. Und da haben wir die drei Tabs, Lektionenblöcke, Teilnehmer und Konfiguration. Wir starten gleich mit der Konfiguration. Bekanntes Bild, nichts Neues. Hier ist also die Schaltzentrale, die wir, wenn wir nichts machen, übernimmt das alles aus dem Admin-Bereich. Ich kann aber hier sagen, ich will es übersteuern und kann hier das Ganze überschreiben. Ansonsten bleiben die Dinge hier schon gewählt, wie man es im Admin, in der Admin-Sektion festgelegt hat. Gut, Teilnehmer. Das ist eigentlich pro Kurs die Übersicht des Dozenten. Da sieht er, wie seine Schäfchen stehen. Mit dem Herrn hier müssen wir mal sprechen. Der ist irgendwie gar nicht aufgetaucht. Vielleicht ein Fehler. Das ist jetzt ein Witz. Das ist nämlich der Entwickler. Sein Alias hat er absichtlich gemacht. Wir müssen ja auch sehen, was passiert, wenn man nichts einträgt. Wenn du da auf den Bearbeiten-Button gehst, kommen wir an die Stelle mit der späteren Registrierung. Also hier kann ich im Einzelfalle, das ist also keine Massenfunktion hier, einfach sagen, ja, die Person ist wirklich später erst zugelassen worden und deswegen stellen wir das hier einmal ein. Das gilt dann für den ganzen Kurs. Jupp. Ansonsten das gewohnte Bild hier mit der Übersicht, Anzahl Lektionen, anwesend, abwesend. Und wenn man, das fehlt hier noch, sehe ich gerade, wir haben eigentlich entschuldigte Absenzen ein, da müsste also hier noch eine Spalte einkommen. Ansonsten ist es so, dass wir generell dann hier wieder, wenn Leute individuelle Bedürfnisse haben und sagen, diese Spalte ist für uns nicht relevant, also man sagt, ja, man will nur die unentschuldigten Absenzen zählen, dann kann man hier die Spalten, die man ausblenden möchte, einfach ausblenden. Lektionenblöcke, gehen wir doch da noch kurz rein. Wir können mal einen neuen anlegen. Titel, whatever. Genau. So entstehen Missverständnisse, aber gut, passt. Bei den Lehrern oder Dozenten ist es einfach so, hier habe ich natürlich nicht Zugriff auf alle Dozenten, die im System sind, sondern hier gehen wir auf die Leute, die bereits im Kurs in der Mitarbeiterverwaltung drin sind. Also das ist entscheidend, es geht vor allem um Betreuer, aber auch um Besitzer, meine ich. So, Kursgruppe, man kann mit Gruppen arbeiten, man muss, also alle Sterne hier, wie bekannt, Mussfelder, die müssen gefüllt werden. Kurs mit Absenzmanagement musst du anklicken, weil das betrifft es hier. Beschreibung, bla bla. Vor- und Nachbereitung kann man, muss man nicht. Hier, wie gesagt, die Räume. Da machen wir noch ein kleines Feature rein, dass er sich die einmal eingetragenen Räume dann merkt, sodass man das wieder auswählen kann. Aber wie gesagt, keine intelligente Raumverwaltung mit allen logistischen Aspekten, sondern wirklich nur eine textuelle Information.
Beginn ist natürlich klar, hier muss man es setzen, Datum wählen sollte in der Zukunft sein oder jetzt. Dann Beginn, Lektion. Jawohl. Richtig, das ist jetzt natürlich eine Frage, ob das Sinn macht. Wie bringe ich 4 Lektionen in eine Stunde? Aber ja, wenn man mehr Geld verdienen will, kann man es so machen. Okay, speichern. Danke sehr. Und dann haben wir hier schon gesehen, hat er sich eingefügt ins Datum, die Datumsreihenfolge. Auch da die üblichen, man könnte natürlich auch hingehen und sagen, wir wollen das ein bisschen speditiver machen. Also wenn jemand hier 10 Lektionblöcke anlegen muss, weil er verantwortlich ist für RW 1 bis 12, dann kann er natürlich hier den RW 1 nehmen und dann hinten bei den Zahnrädern die entsprechende Aktion auslösen. Man kann also kopieren und dann einfach überschreiben. So, ich würde sagen, als Überblick ist das im Moment okay. Ja, was wir noch am Erarbeiten sind jetzt, ist die Implementierung ins Auswertungstool. Also es wird eine breitere Auswertung geben für Kursadministratoren, also eine Übersichtsauswertung. Wir haben jetzt, der Dozent sieht die Klasse, aber wir brauchen noch was darüber. Und es wird auch im Coaching-Tool noch etwas geben, Bereich Data-Export für Excel, dass man da größere Mengen exportieren kann und entsprechend Filter setzen, sortieren. Das ist im Moment der Stand. Dann würde ich, wenn keine Fragen sind, soweit, brennende Fragen. Ja, bitte? Ich finde das klasse, was ich mache, das muss ich nur sagen. Ich habe ja auch die Stundenplanerstellung ja anders. Und alle Angaben, die eigentlich da rein müssen. Wenn das klappen würde, wäre das klasse. Ach, was würde ich da sagen? Kontakt aufnehmen mit Florian Gnägi, Spezifikation abklären, Aufwandschätzung. Nein, es ist klar, wir sind uns schon bewusst, dass das ein Thema ist. Ja. Wir mussten ja irgendwo anfangen. Wir hätten auch sagen können, ja, wir schauen uns alle 24-Stunden-Planprogramme an und versuchen herauszufinden, wie die arbeiten. Dann wären wir in 4 Jahren vielleicht zu weit gewesen. Dann hätte der Patrick gesagt, wisst ihr was, ich nehme jetzt die andere Software. Genau. Wir sind froh, dass wir dieses Projekt mit IBW umsetzen können, weil es eben wirklich diese neue Größe gibt. Und wir mussten auch etwas haben, das natürlich mit dem bestehenden Synker funktioniert. Auch da gibt es Anpassungen. Aber ich bin sicher, dass man über eine Integrationslösung sicher nachdenken kann. Wir haben die gleichen Anforderungen, müssen genauso über die Absätze nachweisen für die Zulassung zum abschließenden Qualifikationsverfahren. Und bei uns will die Praxis immer nur Report über die Absätze, die in der Praxis angestellt sind. Also müssen wir das. Ja, ja, klar. Wenn wir Report-System aufbauen oder Zugriffsdateien oder was immer. Ich meine, wenn man ein neues Modul hat, möchte man mindestens 2 alte Software ablösen, oder? Das ist eigentlich so der Wunsch, ob es dann immer klappt. Genau. Merci. Danke.